Jo, was geht, Leute? Das ist mal wieder Blight Night. Heute mit einem neuen Unboxing-Video. Und wie ihr sehen könnt, handelt es sich um Splinter Cell Blacklist für die PlayStation 3. Und zwar ist das die Ultimatum Edition. Ja, das Spiel ist schon etwas länger draußen, schon ein paar Monate. Aber ich habe immer auf diese Edition mich gefreut und habe überlegt, bestellst du sie dir oder nicht? Weil die ist in Deutschland exklusiv bei Amazon erhältlich. Und ja, hab dann immer gedacht, ja, hol's dir doch nicht. Und ja, mittlerweile war die jetzt ganz kurz für ein paar Stunden in der Cyber Monday Week bei Amazon im Angebot. Und da habe ich dann doch endlich mal zugegriffen, obwohl ja mittlerweile Next-Gen-Konsolen draußen sind, aber ich habe noch eine PlayStation 3 zu Hause und da das Game ganz cool ist und ich hauptsächlich unbedingt diese Special Edition wegen den Gimmicks haben wollte, habe ich mir das jetzt einfach mal bestellt. Und außerdem habe ich gesehen, dass auf YouTube hier sehr wenige Unboxing-Videos zu dieser Edition draußen sind. Es gibt nämlich noch eine zweite Special Edition, die überall erhältlich ist. Die hier, wie gesagt, nur exklusiv auf Amazon in Deutschland. Und in Deutsch habe ich gar kein Unboxing-Video dazu gefunden. Nur auf Englisch von Briten habe ich zwei Stück gefunden oder drei. Von daher habe ich gedacht, komm, mach einfach mal ein Video dazu. Ja, wie gesagt, das Spiel selber für die PlayStation 3. Hier hinten, ich habe es ja gerade schon mal umgedreht, könnt ihr sehen, was da alles so Tolles drin dabei ist. Ihr habt hier zwei DLCs mit dabei, beziehungsweise hier für den Multiplayer ein paar coole Sachen, was Kostüme betrifft. Ihr habt eine Koop- und eine Einzelspieler-Map mit dazu. Ja, dann diese schöne Box selber und ja, dann gucken wir einfach jetzt mal, was da noch so Tolles drinnen ist hier. So. Erstmal die Folie ab. So, also die Box ist sehr schön gemacht, fühlt sich sehr gut an, das Ganze. Und aha, lässt sich hier oben also anheben. Okay. Jetzt ist dieses hässliche FSK-Logo auch weg. Oder USK, wie auch immer. Ja, die Box muss man wohl hinlegen, um sie zu öffnen. So, Deckel ab. Als erstes springt uns hier ein Comic entgegen. Ja, etwas klein gehalten das Ganze. Das ist ja die Hälfte von dem DIN A4 Blatt. Etwas klein, schade, hätte ich mir jetzt größer erhofft, aber ja, an sich eine ganz nette Geschichte hier. Splinter Cell Echoes, Act One. Und ja, ein bisschen, ich denke, so eine kleine Geschichte von Splinter Cell hier. Ah, okay. Falls ihr den Code gesehen habt, der ist natürlich längst eingelöst, wenn ich das Video hochgeladen habe. Was kann man sich da holen? Ah, okay, da kann man sich das ganze Comic bestellen. Das ist ein riesiges, dickes Comicbuch und ja, dafür kriegt man jetzt 20% Rabatt hier. Ja, an sich, es sind 24 Seiten von dem Comic. Da sieht man nochmal das Ganze. Ja. Ganz nette Idee, cool gemacht. Auf jeden Fall trotzdem, das ist kleines, sehr hochwertig, sehr schön gemacht, das Ganze. Tolle Sache. So, weiter geht's. Jetzt kommt natürlich, wie zu erwarten, das Spiel selber. Die DLCs, schätze ich mal, sind hier drin enthalten, da sonst hier unten nichts mehr drinnen liegt. Aber ja, hier steht schon Bündelversion, nicht zum Einzelverkauf. Multiplayer-Modi, Koop-Modi, also das Spiel scheint sehr interessant zu sein, was ich da auch schon alles drüber gesehen und gelesen habe. Freue mich schon drauf. So, und jetzt kommt das wirklich Coole. Ja, was mag hier drin sein? Sehr hochwertig gemacht. Also, was heißt hochwertig? Das hier ist Pappe, aber hier ist nochmal ja, Silberhochglanz das Logo drauf. Und was mag da drin sein? Ihr seht es, eine Uhr. Eine Uhr ist hier tatsächlich dabei. Da hinten noch Beschreibung von der Uhr. So, ja, gucken wir uns natürlich die Uhr jetzt gleich mal an. Ja. Very nice, very nice. Kann man ein bisschen was erkennen? Ah, sehr schwierig. Es ist ja auch noch Folie auf den einzelnen drei Dingern drauf. Auf jeden Fall ist es, wie hier drüben zu erkennen, schon aus dem Nachtsichtgerät. Dem ist es nachempfunden von Sam Fisher hier aus Splinter Cell. Sehr geil gemacht, die Uhr. Und ja, was hat sie denn alles? Im Endeffekt natürlich die Uhrzeit. Sie hat, das dürfte das Datum hier sein. Und was ist das da oben? Das ist nochmal die Minuten mit Sekunden obendrauf. Okay, also hier haben wir Minuten mit Sekunden, wenn ich das richtig sehe, weil das läuft weiter. Hier ist das Datum und hier die normale Uhrzeit selber. Es ist schade, ihr
können es nicht erkennen jetzt auf dem Video. Da hier ein bisschen jetzt, könnt ihr ein bisschen was lesen. Ja, Einstellungsmöglichkeiten, ich werde es noch einstellen. Jetzt gucke ich aber mal, wo das Wichtigste hier dran ist. Wollen wir hier drücken oder wie funktioniert das? Ich muss gerade mal selber gucken. Ah, jetzt habe ich auf den Timer umgestellt. Alles klar, das kann die Uhr also auch. Yeah, jetzt seht ihr es schon. Geil, oder? Die leuchtet natürlich auch grün, knallig grün. Ihr könnt die Uhrzeit jetzt immer noch nicht lesen. Ich kann sie jetzt wesentlich besser lesen, wenn es leuchtet. Richtig geil, wie das Nachtsichtgerät. Taugt mir total, richtig coole Sache. Ja, ich freue mich an sich. Das ist hier Gummi. Das Armband selber hier hinten. Muss ich mal kurz abputzen. Steht nochmal drauf. Also wie gesagt, das Gehäuse hier Edelstahl, sehr hochwertig gemacht. Yubi Collectibles stehen hinten drauf. Splinter Cell Blacklist. Sehr geiles Ding. Ich ziehe sie mal kurz an. Muss ich meine richtige Uhr jetzt mal kurz abnehmen, die ich sonst trage. So, und mach das Ding hier jetzt mal um. Ganz kurz den Augenblick. Mal gucken, ob die nämlich auch passt. Um mein universell tolles Handgelenk. So, ja, scheint zu passen. Perfekt, sehr geil. So schaut das Ganze dann aus im Endeffekt. Cooles Ding. Geile Sache. Gefällt mir. Ich bereue es nicht. Ihr könnt. Ja, jetzt kann man was lesen. Wow, ihr könnt es lesen. Ja, nochmal richtig schön. Leuchten bitte an. Dann könnt ihr natürlich nichts mehr sehen. Aber ja, sie ist cool. Sie ist gut verarbeitet. Ich denke, man schwitzt ein bisschen drunter, weil es Gummi ist. Aber hochwertiger, als ich dachte. Geile Sache. Ja, das war's auch schon mit dem Unboxing-Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich werde jetzt das Spiel mal spielen. Mal gucken, ob dazu Videos kommen. Ich weiß es noch nicht. Ja, gebt gerne einen Daumen nach oben, wenn euch die Uhr, wenn euch die Box, wenn euch mein Video gefallen hat. Lasst ein Abo da, wenn ich neu für euch bin. Kommentiert hier gerne unter dem Video. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Review, Gameplay, Unboxing oder was auch immer auf meinem Kanal wieder. Bis dann. Ciao, Leute. Peace.